Einen wunderschönen guten Morgen. Endlich wird es hell. Ich bin schon seit, ich glaube, 3:30 wach. Ich war mal wieder schlaflos. Ich habe, glaube ich, diesmal 2,5 Stunden geschlafen. Das ist ja schon mal was. Ja, jetzt ist gerade noch richtig angenehm kühl. Ha, schön. Ich habe mir schon eine Gesichtsmaske gemacht, habe mich jetzt eingecremt. Meine Nahrungsergänzung, Folio, Magnesium genommen, habe ein bisschen am Video rumgeschnitten und jetzt habe ich mir gedacht, ich bügel noch ein bisschen, weil mein Mann noch schläft. Wir haben ja heute viel vor, aber ich dachte, ich nutze die Zeit und bügel ein bisschen. Ja, und dann sollte ich mir vielleicht noch die Haare machen, aber ich will jetzt im Bad nicht so einen Lärm machen, weil er schläft noch und es sei ihm am Samstag mal gegönnt. So, ich habe mir hier alles schon ausgebreitet. Das ist nämlich die ganze Wäsche, die ich jetzt gestern gewaschen habe, nur weiß. Okay. Und die Baba Varelan-Jacke. Und das bügele ich mir jetzt schnell mal. Dann habe ich es nämlich hinter mir und bin immer up to date. Dann sammelt sich nicht wieder so viel an. Darauf habe ich nämlich keine Lust. Da ist sie, die Sonne und der blaue Himmel. Und ich bin fertig mit dem Bügeln. Schnell geduscht. Ja, und jetzt werde ich mich mal langsam fertig machen. Mein Mann ist auch gerade aufgewacht. Der war ganz schockiert, als er mich gesehen hat. Er hat gesagt, was machst du denn da? Aber ich bin fertig. Ich werde mich jetzt langsam auch mal zurecht machen. Ein bisschen was frühstücken. Ich muss noch ein, zwei Sachen für eBay packen. Ein paar Sachen, die wir bei Amazon zurückschicken. Und dann geht's los. Mein Mann kriegt seinen Kaffee gemacht. Der Gute von Starbucks. Wir trinken so wenig Kaffee, dass sich das lohnt, diese kleinen Tüten zu kaufen. So. Ihr seht, wir haben noch eine ganz ordinäre Kaffeemaschine. Aber für uns ist das am praktischsten. Mein Mann möchte keinen Automaten. Ich habe ihn gefragt, ob er das möchte. Oder eine teure Maschine. Nö, möchte er nicht. Naja, von daher, für uns ist das optimal so. Weil normalerweise trinkt nur mein Mann Kaffee. Da lohnt sich das gar nicht. Da wird sich dann ein Automat lohnen, aber das andere Mal, wenn bei uns Kaffee getrunken ist, ist halt, wenn Besuch da ist und die trinken dann meist mehr Kaffee. Und das finde ich mit Automaten nicht so praktisch, wenn man dann jede Tasse einzeln zapfen muss und wenn du einmal durch die Reihe durch bist, kannst du beim ersten schon wieder anfangen. Da mag ich Kaffeemaschinen, deswegen für uns super. Ich möchte irgendwann mal eine neue kaufen, aber im Moment tut die ihren Dienst noch. So, zum Frühstück gibt es halt dieses leckere Müsli von DM Bio, das Paleo Müsli. Das hat was mit der... Ich nenne es jetzt mal Ernährungsumstellung zu tun. Pur oder mit Milch schmeckt es ein bisschen wie Vogelfutter. Also so wie Vogelfutter riecht. Ich habe ja früher ganz, ganz viele Vögel gehabt. Und so wie die Knabberstangen gerochen haben, so schmeckt dieses Müsli. Aber dazu später mehr. Mein Mann isst das öfter Arbeit immer mit Joghurt, mit diesem Activia Quinoa, den ich so mag. Ja, jetzt probiere ich das auch mal. Weil mit Milch ist es wirklich ein bisschen... geschmacksneutral. Ich versuche das jetzt mal, wie das schmeckt. Das ist nämlich, glaube ich, zum Beispiel ohne groß viele Getreidearten und ohne Weizen. Ja, ich habe vielleicht jetzt noch ein bisschen übertrieben mit dem Müsli. Vielleicht lieber noch ein Joghurt. Naja, es geht, es geht. Sieht das nicht lecker aus, ihr Lieben? Man kann da natürlich auch Obst reinmachen. Ne? Am besten erstmal macht jetzt noch Erdbeeren, Birne oder irgendeine Art von Obst rein. Dann schmeckt es natürlich ein bisschen besser, aber ich esse das jetzt so. Yum, yum. So, und für meinen Mann die Tasse mit unserer Tochter drauf. Ne? Da ist ein Bild von ihr drauf. Dann gibt es dazu zwei Stücke Zucker. Oder nicht, ich glaube sogar drei. Ich mache jetzt mal drei. Ist er wenigstens fit. So. Einen Löffel. Das müssen wir selber machen. So. Ein ganz legeres Outfit habe ich mir heute ausgesucht. Einfach eine Leggings, die ist von Primark. Dieses
lange Shirt hier ist auch von Primark. Und das Oberteil, das habe ich vor Ewigkeiten mal bei Otto gekauft. Und da passe ich gerade sehr gut rein. Das sehe ich aber auch aus drin, als ob es gleich soweit wäre. Und ich trage einfach meine Birkenstock-Schlappen. Die sind mega bequem. Wobei ich sagen muss, tatsächlich haben sie am Anfang gescheuert bei mir, weil genau hier ist nämlich innen drin so ein... oh Gott, sind die gerade dreckig aus. So eine Prägung von der Größe. Und die hat gescheuert. An den Stellen hatte ich Scheuerstellen. Aber jetzt, muss ich sagen, sind sie perfekt. Ja, Haare lasse ich einfach naturbelassen heute. Da mache ich nichts mit. Und wir gehen jetzt los. Ich habe gerade Ärger bekommen, weil ich meinen Schwangerschaftsgurt nicht angelegt hatte. Gell? Richtig. Oh, 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 oh. Mein Gott, ey. Schwangerschaftsdemenz. Okay, alles gut mit Baby. Keine Ahnung, wofür wird das? Du bist ja streng. Du bist ja streng zu mir. Keine Ahnung, für was du das dann wieder verwendest. Du bist ja streng zu mir. Ja, ja, ich bin nicht streng. Da fällt mir einmal was auf und schon bin ich streng. Aber wehe, meine Hosen liegen auf dem Bett. Die lagen auf dem Babybett. Das ist doch egal. Und ich wollte, dass das keine Ablage war. Weil du hast wenigstens mal lieb gefragt, ohne sofort loszugreifen. Das muss man dir ja schon lassen. Deswegen habe ich es auch sofort gemacht, weil du lieb gefragt hast. Und mich nicht angegangen bist wie sonst. Ja, mal gemerkt. Ja, ja. Ich wollte nur nicht. Wie ich sein kann, wenn man mich nett fragt. Deine Hosen, das gibt's nicht. Ich putze die ganze Zeit. Und jetzt legst du deine Hosen dahin. Du hast einen Schrank. Bei dir passt noch was rein. Bei mir ist es vorbei. Ich habe ja keinen Platz. Die ganze Wohnung ist zu klein. Aber du mit deinen scheiß Hosen, die musst du aufs Babybett legen. Das machst du normalerweise. Und dann reagiere ich immer, nö, mach ich jetzt nicht. Dann streiten wir uns noch mehr. Dieses Mal hast du gefragt, Schatzi, könntest du bitte noch die Hosen da wegräumen? Wir wollten noch auf dem Babybett nicht so viel haben. Und was habe ich gemacht? Ich bin sofort aufgestanden, obwohl ich einen frischen Kaffee hatte und habe es weggeräumt. So funktioniert eine Ehe, Schatz. Mit Liebe und Respekt. Und nicht... Ich möchte nicht, dass das in irgendwelchen sozialen Netzwerken auftaucht, dieses Video. Oh, doch. Nein. Genau das. Doch. Okay. Meine Haare sitzen gerade deswegen. Dann Puma. Puma? Werbung, Markennamennennung und Schauspielschule Schmidt. Erster Kurs, danke. Jetzt habe ich das Video versaut. Ja. Ich hol jetzt einen Kaffee. So, first stop. Ein Brownie? Nein. Du hast dich heute Morgen Paleo ernährt, das muss reichen. Ach ja, ich hatte ja ein Körner-Müsli, langt ja. Ja, Pumpkin Spice mit Zimt, Ingwer, Muskatnuss, Vanille und Kürbiskern. Mmh, lecker, lecker. Nein, möchte ich jetzt nicht. Schau mal. Baby One, wir schauen mal, ob sie das Buggyboard haben. Ach, immer noch überall Sale. Ich glaube, ich muss gleich nochmal gucken. Oh mein Gott, das ist so winzig. Gott, guck mal meine Hand daneben. Wie winzig das ist. Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen gerade. Noch mal so was Kleines. Rutschesocken sind natürlich immer gut und reduziert ist immer sehr, sehr schön. Deswegen gucke ich da gerade noch. So, jetzt bauen wir erstmal den Kinderwagen auf. Das kannst du noch dran lassen. Soll ich noch dran lassen? Kannst auch schon abbauen, aber wir packen ihn ja dann erstmal wieder ein. Noch brauchen wir ihn ja nicht. Abisalzeit ist ja noch, ne? Mit Kinderwagen. Auf geht's. Die Farbe sieht jetzt krass aus hier draußen. Irgendwie krasser als drin, aber egal. So, und so würde das dann aussehen. Steht das Kind quasi hier dazwischen oder sitzt eben. Sobald es ein Sporty ist, hat sie natürlich dann noch viel mehr Platz. Ja, passt aber. Oh Gott, die Farbe sieht echt krass aus.
Farbe sieht gerade voll krass aus. Drin wirkte die gar nicht so krass, aber mir hat es halt gut gefallen. Ich habe überlegt, mir einen neutralen grauen zu holen, wollte ich eigentlich. Aber ich habe keinen gefunden, der mir so von der Qualität her und vom Preis her gepasst hat. Und der hier ist von Knorr Baby, der ist super. Ich finde die Qualität spitze und der war auf unter 400 Euro, glaube ich, oder knapp 400 Euro von 700 reduziert. Ich weiß nicht, ob die Farbe ein Auslaufmodell ist und es war auch nur diese Farbe so reduziert. Aber ich hätte sie mir auch ausgesucht, weil ich dieses Blau mag. Ich finde das richtig schön. Und nein, mit dem Geschlecht hat das nichts zu tun. Aber der Wagen an sich ist super. Ich finde den richtig, richtig toll. Und der war in anderen Farben nicht so reduziert. Und ich habe es jetzt dann auch wieder nicht eingesehen, 300 Euro mehr zu bezahlen oder 200 Euro mehr zu bezahlen, nur damit er grau ist. Das habe ich jetzt nicht eingesehen, weil es ja auch schon unser zweiter ist. Aber ich mag die Farbe auch, muss ich zugeben. Ich suche ja noch eine Jacke in der Farbe, ne, weil ich die selber wirklich, wirklich gerne mag. Was ja bei Baby One auch cool ist, dass ihr hier verschiedene Untergründe habt, wo ihr den Kinderwagen ausprobieren könnt. Also normaler glatter Boden, so Huckelpflaster, so richtige Holzlatten hier und nochmal Fliesen. Also ist schon cool. Kann man ausprobieren, wie leichtgängig der Kinderwagen ist. Ja, so sieht das Ganze komplett aus. Allerdings ist das gerade reduziert, allerdings bei Amazon auch. Und das gibt es nämlich auch in Blau. Also dass das hier nicht weiß ist, sondern blau. Und ich glaube, die Schrift ist dann auch nicht rot, ich weiß es nicht. Aber ich möchte es dann in Blau. Ich glaube, da kostet es nur 3 Euro mehr bei Amazon. Und dann passt es halt zum Wagen. Ne? Naja, möchte ich das lieber in Blau haben. Aber coole Sache. Man muss sich halt dran gewöhnen, wie man an die Bremse kommt. Aber man muss halt dann so rangehen. Aber es geht, es geht. Es lässt sich auch einklappen, allerdings nur ohne Sitz. Aber gut. Mein Mann bezahlt gerade die Rutschesocken, die waren im Sale, die waren eh schon reduziert und dann nochmal 20%. Und wir werden bei Amazon diese beiden Sachen bestellen, nämlich den Sitz und das Buggyboard in Blau. Ich glaube, der Sitz kostet ähnlich wie in Rot und das Board, glaube ich, 3 Euro mehr. Aber das ist es mir dann schon wert, weil das passt dann schön zum Kinderwagen. Das passt. Jo, sehr schön. So, Mittagessen bei Ikea. Lecker. Also das ist Teigtaschen mit irgendwie Käse-Basilikum-Füllung und Limettensoße. Genau. Klang gut. Probieren wir mal. So, nachdem wir kurz bei Ikea waren, sind wir jetzt noch mal ins MTZ gefahren. Einfach ein bisschen rumbummeln, weil das Wetter so schön ist. Wir müssen dann zwar noch einkaufen, aber eine kleine Bummelrunde geht immer. Und vielleicht gehen wir mal kurz zu Sephora. Waren Sie doch gestern schon. Das ist... Siehst du? So sieht es aus. Er wollte unbedingt zu Sephora rein. Da sind wir. Ich liebe. Ist hier drin gut? Die Musik ist gut. Die Musik ist hier gut. Also wir gehen jetzt öfter hier rein, weil die Musik gut ist. Aber ich finde es auch cool, dass sie die Säulen verkleidet haben. Du stehst vor einer Sephora-Säule. Etwas mehr Respekt, bitte. Ich habe eine super Idee. Ich wette, du wirst jetzt gern dort für mich nach Geschenken schauen. Ich möchte suchen. Auf dem Video. Jetzt sag das bitte. Ich bin sicher, du wirst da jetzt gern nach Geschenken für mich schauen, weil die Musik auch noch gut ist. Ja, es gibt Geschenke und es gibt vielleicht Geschenke. So, ein frisch gepressten Saft für mich. Das schmeckt gut. Minze, Traube, Orange. Und du probierst jetzt mal den grünen. Spinat, Kiwi, Traube, Orange. Probier mal. Komm. Man denkt, man schmeckt, es schmeckt. Ja, der Spinat kommt ja gar nicht durch. Ja. So, wir sind wieder zu Hause und ich bin total platt. Mir tut alles weh. Mir tun die Beine weh. Mir tut der Popo weh. Alles. Aber ich wollte euch nur zeigen, was wir alles gekauft haben. Bei Ikea war es tatsächlich ziemlich wenig. Wir haben diese Boxen hier gekauft, diese Faltboxen, denn die ich bei Amazon bestellt hatte, schicke ich ja zurück. Die passen von der Größe her nicht, da war ich blind oder zu faul zum Lesen. Die sind mir zu klein. Ich wollte eigentlich was Neutrales ohne Farbe, aber das ist jetzt nur dieser Einlegeboden.
der hier grün ist. Und der, ja, den kann ich verschmerzen. Und diesen Zipfel hier vorne, der so bunt ist, den werde ich abschneiden. Dann ist es in Ordnung. Die sind jetzt 27 x 42 x 17 cm. Einen möchte ich als Wickelkorb nehmen und die andere werde ich wahrscheinlich irgendwo in unserer Kommode verstauen. Mal schauen, da haben wir auf jeden Fall zwei von mitgenommen. Ich weiß nicht, was die gekostet haben. Ich glaube 5,95 oder sowas. Also so teuer, wahnsinnig. Ich weiß auch gar nicht, ob sie diese grünen Boxen mit diesen Behängen, die sie da hatten, diese grünen Faltboxen überhaupt noch haben, weil die sehe ich nirgendwo mehr. Und da, wo die früher immer standen, stehen jetzt diese. Also ich weiß nicht, ob sie da was im Sortiment geändert haben, aber naja, an sich finde ich die in Ordnung und haben wir jetzt zwei von mitgenommen. Und dann haben wir noch mitgenommen eine Sache, die ich hier gerade nicht sehe, und zwar Steckdosensicherungen, Kindersicherung. Einfach, womit man die Steckdosen kindersicher machen kann. Haben wir auch ein Paket mitgenommen. Die sind jetzt aber gerade irgendwo anders. Und dann haben wir noch zwei solche einfachen Boxen hier mitgenommen. Einfach so Stauraumboxen, weil ich ja jetzt so viel Zubehör für den Kaufmannsladen gekauft habe und das passt nicht alles in diesen Tragekorb. Da wollte ich irgendwas haben. Eigentlich wollte ich nach dem Regal schauen. Wir haben auch zwei gefunden, die gehen. Das eine war aber dann doch nicht so praktisch und das andere haben wir überlegt. Müsste halt an die Wand und ach, wir wussten nicht, ob wir es wirklich, wirklich, wirklich brauchen. Es hat jetzt 25 Euro gekostet plus die Körbe, das ging. Aber es hat wieder was an die Wand gebohrt und ach, wir wussten nicht, ob es wirklich nötig ist. Wir haben gedacht, wir probieren es erstmal mit den zwei Körben. Den einen brauche ich einfach, damit sie die überschüssigen Lebensmittel hier reintun kann. Und den anderen für ihr ganzes Haarzeug, ihre Bürsten und all das Gerüschel, weil sie hat so einen kleinen Mini-Schminktisch, aber den benutzt sie nie. Ich glaube, den packe ich mal weg und packe das Zeug dann einfach hier rein. Es gibt sicherlich schönere Körbe und irgendwann hole ich vielleicht auch mal welche. Aber die haben jetzt pro Korb 2 Euro gekostet, 80 Cent der Deckel. Und ich habe gedacht, komm, nimm das jetzt erstmal mit. Die sind auswaschbar. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal mitgenommen. Kann man immer noch austauschen. Aber so neutrale Boxen kann man bei Kindern immer irgendwie irgendwo gebrauchen. Deswegen ist okay. Gerade habe ich sie noch gefunden. Das sind die Steckdosensicherungen von Ikea. Einfach solche Pinne hier, die in die Steckdose gesteckt werden. Kann nichts passieren. Die kosten, glaube ich, ich weiß gar nicht, 3,95 Euro oder so. Aber wir haben wieder welche gebraucht, weil mir irgendwie zwei oder drei abhanden gekommen sind. Keine Ahnung, wo die sind. So. Dann waren wir bei Real einkaufen und das war richtig teuer, weil wir haben Windeln und Feuchttücher gekauft. Das ist ein Riesenturm hier, wenn ihr das sehen könnt. Die halte ich euch jetzt am besten einfach so in die Kamera. Einmal unser Zewa. Wir haben immer diese XXXL Küchenrollen, 2x150 Blatt zweilagig. Finden wir recht gut. Ich habe neulich mal diese anderen genommen, diese Spar-Zewa, wo die Blätter nur so breit sind. Aber irgendwie, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so cool. Ich habe jetzt lieber wieder die genommen. Finde ich besser. Dann gab es hier die Pampers Feuchttücher Sensitive Protect im Angebot für 8,99 Euro, 12 Packungen. Das sind jetzt 624 Tücher, 12 mal 52 Stück. Genau. Einzeln zu kaufen gibt es eine Packung 5 plus 1. Die kostet, glaube ich, 5 Euro irgendwas. Also man würde ungefähr 10 Euro und bezahlen. Und die waren jetzt, ich glaube, 10,99 oder 11 Euro bezahlen. Und die waren jetzt im Angebot für 8,99. Deswegen haben wir die mitgenommen. In letzter Zeit habe ich ja nur diese Aqua Pure Tücher gehabt. Aber da die jetzt halt mal im Angebot waren, haben wir die genommen, weil mit denen sind wir auch immer sehr happy gewesen. Und dann haben wir zweimal von Pampers die Nappy Pants in Größe 6 mitgenommen. So ein Dreierpack, 70 Stück. Ich glaube für, was waren das? 18 Euro, glaube ich. Die Nappy Pants kosten halt ein bisschen was, aber wir sind mit denen super zufrieden, weil die halt wirklich, wirklich, wirklich lange halten. Und wir sind ja jetzt am Trockenheitstraining, aber es hat aus verschiedenen Gründen ein bisschen gedauert und deswegen haben wir jetzt einfach nochmal eine Ladung nachgekauft und beziehungsweise zweimal. Zur Not heben wir es eben auf für den Nachwuchs. Ist okay. Weiter geht's bei Real mit Cornflakes. Mein Mann isst momentan ziemlich gerne Cornflakes und hat sich hier Clusters mitgenommen, weil die gerade im Angebot waren. Ich habe jetzt eine Zeit lang auch richtig viele Cornflakes gegessen, aber jetzt gerade bin ich wieder ein bisschen übersättigt. Es ist gerade wieder so wie am Anfang der Schwangerschaft, wo ich die Milch irgendwie nicht so gut vertrage. Auch nicht schlecht, aber ich brauche es irgendwie nicht. Deswegen habe ich darauf verzichtet, mir was mitzunehmen, aber für ihn Clusters. Dann unser liebstes Vollkornbrot, das volle Korn.
Ich muss sagen, seit Annabelle jetzt wirklich mehr dieses Vollkornbrot ist, ist das mit der Verdauung viel, viel besser geworden. Also ich muss schon sagen, ist schon eine gute Sache. Früher hat sie immer so auch so helleres Brot gehabt, unser mildes, aber ich bin dann irgendwann jetzt umgestiegen auf richtiges, volles, dunkles Brot. Und ich muss sagen, ich habe schon das Gefühl, dass das was bringt. Ja. Dann habe ich mir einmal solche kleinen Haken hier mitgenommen, einfach für unser Regal im Wohnzimmer, weil ich über der Wickelkommode was da dranhängen möchte. Ich möchte da einfach so ein paar kleine Spielzeuge dranhängen und ich versuche jetzt mal, ob die genug halten hier. Normal bin ich mit den Haken von Venco eigentlich mal sehr zufrieden. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mal sehen, ich brauche jetzt nur noch ein Garn, wo ich was dranhängen kann. Die hatten nur so komisches Paketgarn, das hat mir jetzt nicht gefallen. Aber ja, ich wollte es jetzt einfach mal ausprobieren. Ich habe die mitgenommen. Dann zwei Äpfel für meinen Süßkartoffel-Kürbis-Apfel-Hähnchenauflauf, den ich morgen früh machen möchte. Zwei Stück. Einmal normalen Speisequark, weil ich den brauche für ihren Geburtstagskuchen. Am Mittwoch mache ich den. Und es wird eine Mohrenkopftorte und deswegen brauche ich Quark. Dann einmal Milchschnitte. Sie ist ja momentan schon wenig Süßes, muss ich sagen. Aber ab und zu meine Milchschnitte. Manchmal esse ich sie auch selbst. Dann einmal Babybel. Denn den phasenweise isst sie den nämlich wirklich gerne. Und momentan isst sie den einigermaßen. Deswegen haben wir den wieder mitgenommen. Dann Ahornsirup brauche ich zum Glasieren meines Kürbisses. Dann einmal Geflügelwürstchen im Seitling. Ganz wichtig, wenn die im Seitling sind, ist die Haut ja irgendwie zarter und dann knabbert sie die besser. Also zumindest am Anfang war es so. Also ich glaube mittlerweile in ihrem jetzigen Alter ist sie so oder so. Aber ist so eine Gewohnheit geworden und ich nehme immer die, mag sie gerne. Dann einmal Fruchtzwerge, isst sie auch gern, aber nur die helle Version. Das ist die mit weniger Zucker. Die anderen mag sie auch gar nicht so gern. Ich finde persönlich auch, dass die besser schmecken als die dunkleren. Dann einmal ganz normal Salami. Mag Annabelle sehr gerne, mag der Papa sehr gerne. Ich esse ja Salami eigentlich nur auf Pizza. Bis auf neulich. Ich glaube, das war irgendwas mit Schwangerschaftsgelüsten. Als wir die Pizza gemacht haben, habe ich mir pur tatsächlich diese Salami reingezogen. Ich hatte noch kalte Tomatensoße vom Mittagessen und habe die Salami reingetunkt und habe mir die reingeputzt. Das habe ich noch nie gemacht. Also da konnte ich mir gar nicht selber bei zugucken im Spiegel. Ne? Also es war... Aber bum bum, zack zack, war das Ding leer. Heftig. Ich schiebe es mal auf die Schwangerschaft. Dann einmal die gute pommersche Leberwurst. Steht mein Mann ja gar nicht so drauf. Ich persönlich mag die gerne, Annabelle auch. Und ich mag am liebsten die mit Apfel und Zwiebel. Ja. Und dann haben wir noch dreimal Activia mitgenommen. Zweimal den, den ich so gerne esse, und zwar den Quinoa und Sonnenblumenkerne. Den esse ich pur. Oder eben auch in Verbindung mit diesem Müsli von DM. Und es hat so einen leicht nussigen Geschmack. Ich mag das persönlich sehr, sehr gerne. Und mein Mann hat sich einmal mitgenommen Ananas, Mango, Pfirsich. Der probiert ja gerne neu aus. Ich bin da ein bisschen zwiespältig. Einerseits probiere ich gerne neu aus, andererseits, wenn ich mal einen gefunden habe, den ich richtig gerne esse, dann kaufe ich den auch immer wieder nach. Ja, und dann nochmal einfach frische Putenmedaillons, die auch mit in den Auflauf kommen. Oh, er hat Pute genommen. Okay, dann stimmt es nicht. Dann ist es kein Apfel-Süßkartoffel-Kürbis-Hähnchenauflauf, sondern ein Apfel-Süßkartoffel-Kürbis-Putenauflauf. Ich habe gesagt, ist egal, was er nimmt. Ja, und dann haben wir uns wieder einen Starbucks Hazelnut Macchiato mitgenommen. Der ist richtig, richtig lecker. Ich mag den total gern. Der kommt jetzt gleich in den Kühlschrank. Wir nehmen immer nur einen davon mit, weil wir sehr viele Rabattcoupons haben. Also 70 Cent Rabatt auf das Getränk, als der da neulich eingeführt wurde oder... Keine Ahnung, auf jeden Fall war er, glaube ich, relativ neu. Stand dann Verkäufer im Laden und hat ihn angepriesen und diese Coupons verteilt. Aber es geht eben nur einer pro Einkauf, deswegen müssten wir getrennt bezahlen, sind wir immer zu faul zu, deswegen nehmen wir immer nur peu à peu immer einen mit. Ja, und dann gab es an der Kasse noch ein Überraschungspaket, und zwar ein Payback-Joker. Sind auch ganz gute Sachen drin, zum Beispiel hier einmal 7-fach-Punkte, hätten wir heute gebraucht. Aber egal, hebe ich auf für den nächsten Einkauf.
Und dann waren wir noch gegenüber bei Aldi, weil ich mir dort immer meine Putenbrust mit Honig hole, gepökelt und schon gar gebacken. Fettarm. Ich mag die total gerne. Schmeckt richtig lecker. Schmeckt jetzt nicht nach Honig, aber hat irgendwie einen besseren Geschmack, als wenn es ohne ist. Ich weiß auch nicht. Ich mag die total gerne. Ich mache mir dann immer so ein Vollkornbrot. Meistens ist es dann das volle Korn mit Pute drauf und dann noch diese süß-würzigen Gurkensticks. Liebe ich total. Sucht. Absolute Sucht. Dann einmal Reibekäse. Da hätten wir jetzt auch einen bei Real nehmen können, aber ich mag irgendwie diesen milden Edamer von Aldi am liebsten. Deswegen habe ich den dort mitgenommen. Und einmal noch für mich von Cucina diese Tomatensoße hier. Das ist einfach nur Tomaten mit etwas Salz. Finde ich persönlich gut als Basis und benutze ich gerne, wenn ich mir zum Beispiel Couscous mache. Da würze ich ja dann noch kräftig nach. Da brauche ich dann einfach immer so gestückelte Tomaten oder Tomatenmark. Und ich nehme da auch gerne einfach mal diese hier, weil die kosten nur 79 Cent. Das sind 690 Gramm. Das reicht mir für einige Anwendungen. Und ja, ich finde die richtig gut. Bei Baby One haben wir jetzt nichts Großartiges gekauft. Wir werden das Buggyboard ja bestellen. Das habe ich euch, glaube ich, gezeigt in Blau. Das hatten sie halt leider nicht da. Und wir würden es ja dort bestellen, selbst wenn es ein paar Euro mehr gekostet hätte. Einfach wegen der Beratung, wäre okay gewesen. Aber es ist halt mitten in Frankfurt und da muss ich es wieder abholen. Ne? Und wenn sie es uns schicken, dann kommen auch noch Lieferkosten obendrauf. Und naja, da können wir natürlich gleich bei Amazon bestellen. Machen wir. Und ich habe Socken mitgenommen. Massenhaft Rutschesocken, also Anti-Rutschsocken, diese ABS-Socken. Ja, für Annabelle einfach. Kann man immer brauchen. Und die sind ja normalerweise nicht so günstig. Und die sind richtig schön von der Qualität her. Teilweise einfach nur mit solchen Sternchen unten dran. Teilweise wirklich so mit der ganzen Sohle. Und die waren alle reduziert. Also die waren jetzt alle reduziert auf teilweise 5 Euro und 3,50 Euro. Plus, dass es auch noch 20% Rabatt gab. Also wir haben jetzt für diesen ganzen Packen hier 24 Euro bezahlt. Da kann man nicht meckern. Die auf 5 Euro reduziert waren, haben ursprünglich, glaube ich, 10 Euro gekostet. Und jetzt eben nur noch 4 Euro. Also da kann man echt nichts sagen. 24 Euro für diese ganzen Rutschsocken ist echt ein super Preis. Deswegen habe ich gleich mal verschiedene Größen schon eingetütet, weil die brauchen wir wirklich oft. Sie läuft auch mit Hausschuhen jetzt schon und sie läuft auch manchmal ohne alles in der Wohnung rum, also mit normalen Socken, aber sie rennt halt viel. Ne? Und ich mache es ab und zu, ich lasse sie so laufen, auch damit sie es lernt, aber ich ziehe schon gern die Socken an. Vor allem, wenn dann Winter wird, sind die ja auch nochmal schön warm. Deswegen, ja, guter Schnapp, freue ich mich. Und dann, oh Gott, waren wir im MTZ. Wir waren kurz im Sephora. Ich wollte aber auch gar nichts kaufen. Wir sind nur einmal durch, um zu gucken, wie groß der Laden ist. Haben uns ein paar Sachen angeguckt, gerade bei Korean House. Ne? Wir waren ja beide lange in der koreanischen Firma. Da haben wir gedacht, gucken wir uns das nochmal an. Gerade mein Mann war da sehr neugierig, was es da alles so gab. Er fand ja die Musik dort nicht schlecht. Aber ich wollte jetzt nichts kaufen. Ging heute aber auch schon wieder. Heute war schon wieder nicht so viel los. Also heute war schon wieder alles total easy. Aber wir sind nur ganz kurz durchgelaufen. Ist auch ein recht wirklich großer Store, muss ich sagen. Werde ich dann vielleicht nächste Woche nochmal in Ruhe hingehen und mich umschauen. Aber schön, schön gemacht. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, lass uns doch ins MTZ fahren. Einfach ein bisschen bummeln, ein bisschen die Sonne genießen. Weil ich in irgendeinem Park fahren möchte ich eigentlich gar nicht. Aber ich möchte einfach noch ein bisschen raus, ein bisschen bummeln. Wir geben kein Großgeld aus. Lass uns mal zu P&C gehen. Du zeigst mir mal, was dir an Shirts gefällt. Weil das ist wirklich ein Problem. Ne? Wenn ich ihm T-Shirts kaufen will, wenn mal Sale ist oder so, ich weiß nie, was ihm gefällt. Ich weiß, was ihm steht. Nur was ihm gefällt. Das ist immer schwierig. Was mir dann gefällt, habe ich immer das Gefühl, gefällt ihm nicht. Bei vielen Sachen kann ich es abschätzen. Bei T-Shirts ist echt schlimm. Deswegen habe ich gedacht, zeig mir das mal. Und lass uns mal zu Anson's noch gehen, wegen den Hugo Boss Anzügen, was es noch so für Farben gibt, weil er hat ja zwei. Und ich habe gesagt, es gibt doch auch noch graue. Was für ein grauer dir dann noch gefallen würde. Einfach nur mal gucken, jetzt kein Kaufen sofort, aber einfach mal schauen. Ja, und dann. Aber wir geben kein Geld aus, habe ich gesagt. Und dann sind wir bei Armani vorbeigekommen. Ich habe nämlich zu meinem Mann gesagt, weißt du, diese dicke Jacke, die dir hier gefällt und diese dicke Jacke hier, die ziehst du wieder nicht an. Weil er findet immer so dicke Jacken cool.
zieht sie aber dann nicht an, weil ihm immer zu warm ist, weil er selber, glaube ich, eine Körpertemperatur von gefühlt 48 Grad hat. Ja, ist ihm immer viel zu warm. Habe ich gesagt, wie wäre es denn mal mit einer Weste? Viele Männer scheuen ja so ein bisschen zurück vor Westen, was ich gar nicht verstehe, weil ich persönlich finde Westen eigentlich cool, vor allem, weil unsere Winter nicht mehr so kalt sind. Ne? Ich finde es eigentlich ziemlich praktisch, wenn man dann Brustkorb und Nieren warm hat, aber die Arme frei. Da schwitzt man einfach nicht so, weil wenn ich eine richtige Daunenjacke anziehe im Winter und dann rumlaufe oder gar in Läden gehe, ich gehe ja kaputt. Ich gehe sogar mal spazieren gehen mit dem Kind kaputt in so einer Jacke, weil es einfach zu warm ist. Ja? Ich kaufe auch schon gar nicht mehr so dicke Winterpullis, weil ich die einfach nie anziehen kann. Ja? Und habe ich gemeint, versuch doch mal eine Weste. Ich könnte mir vorstellen, eine Weste steht dir gut. Ja? So eine schmal geschnitten. Ja, und dann sind wir bei Armani vorbeigekommen. Und es gibt eigentlich nur zwei Label, die er wirklich mag. Und das sind Armani und Hugo Boss. Also alles andere eigentlich weniger. Und er kauft sich auch keine Levi's Shirts oder Calvin Klein oder so. Steht da einfach nicht drauf. Steht auf dieses Label nicht. Aber Armani und Hugo Boss ist okay. Ja, deswegen sind wir da hängen geblieben und haben die Westen angeschaut. Und eine musste tatsächlich mit. Und zwar ist das die hier geworden. Die ist wirklich ganz schlicht schwarz. Hat hier ganz dezent das Logo drauf, was ihm gut gefällt. Die ist sehr, sehr leicht, sehr, sehr dünn. Das ist eine Daunenweste mit echten weißen Gänsedaunen, glaube ich. Was man übrigens daran erkennt, dass diese Weste hier diesen Anhänger hat. Der zeigt, dass das eine Daunenweste ist. Und die hat hier so ein Beutelchen dabei. Und man kann tatsächlich diese Weste in diesen Beutel packen. Und dann hat man so einen kleinen Beutel und kann die Weste einstecken. Und danach kann man sie einfach wieder rausholen, ein bisschen aufschütteln und die hat wieder ihre Form. Also mega cool. Und mussten wir tatsächlich in XL nehmen, weil man hat ja schon Schultern. Ja, geht dann hier schon ein bisschen schmaler, aber hier schon. Und in L, wie sonst immer, fand ich es ein bisschen eng. L war schon mit dem T-Shirt wirklich knapp und ich habe gesagt, naja, aber du musst ja schon rechnen, dass du vielleicht mal einen dünnen Rolli anhast oder einen dünnen Pullover drunter und da ist es dann zu knapp. Mal XL. Ja. Haben wir also diese Weste hier mitgenommen. Ich finde die auch richtig schön, muss ich sagen. Und die ist wirklich federleicht. Steht ihm auch echt gut. Und die kriegt er von mir zu Weihnachten, weil er wollte sich die jetzt gar nicht kaufen. Eigentlich ist es gehupft wie getupft, ne, bei unserem Gemeinschaftshaushalt. Aber egal, ich schenke sie trotzdem zu Weihnachten, habe ich gesagt. Wenn er sie jetzt nicht mitgenommen hätte, hätte ich sie ihm bestellt, weil ich einfach gemerkt habe, wie gut sie ihm gefallen hat. Bei dem Preis darf man echt nicht sprechen. Die ist aus der aktuellen Kollektion. Die kostet tatsächlich 169 Euro. Also 170 Euro eigentlich genau gesagt für diese Weste. Aber naja, Daune halt, ne, Armani. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, guck mal, ich kaufe mir öfter mal Sachen. Ja, da gucke ich schon, dass die auch mal reduziert sind. Ich kaufe nicht mehr so wie früher. Früher habe ich wirklich Massenkauf gemacht, Hauptsache viel. Und darf auch gerne günstig sein. Mittlerweile sage ich lieber weniger, aber dann was Gescheites. Kann auch mal teurer sein. Aber ich kaufe mir schon mehrere Sachen. Deswegen gucke ich schon, wenn ich mir so Calvin Klein oder Levi's oder Hilfiger kaufe, dass das reduziert ist oder im Angebot ist. Also für so einen Calvin Klein Pullover gebe ich im Regelfall weder die normalen 99 Euro noch die 119 Euro aus. Ich gucke dann schon, dass der reduziert ist. So wie neulich das Sweatkleid für, was habe ich bezahlt, 33 Euro zum Beispiel. Ich hätte mir das nicht 119 Euro gekauft. Das ist immer noch ein Sweatshirt. Das mache ich nicht. Aber bei ihm ist es halt so, er kauft sich im Jahr so wenig und er möchte eigentlich auch gar nicht so viel haben. Und da habe ich gesagt, wenn du dir dann was kaufst, dann kauf dir doch das, was dir wirklich gefällt und das, was dir auch wirklich passt. Und du verdienst ja schließlich nicht schlecht und verdienst das Geld ja schließlich auch. Und auch wenn wir jetzt gerade viele Anschaffungen hatten, gönn dir das mal. Ja, habe ich ihm auch gesagt, weil, mein Gott, ich kaufe mir 5 Paar Schuhe, die dürfen dann halt nur jeweils 40, 50 Euro kosten. Er kauft sich 1 Paar Schuhe und sagt dann, nimm dir das für 190 Euro, wenn es dir gefällt. Ne? Ich meine, klingt jetzt dekadent, aber man muss halt sehen, dass er sich wirklich wenig kauft. Und dann darf es auch mal was Anständiges sein. Genau. Und ich denke, diese Weste, da wird er lange was von haben und die wird er auch wirklich tragen. Die passt ja jetzt auch zu allem und ja, die kriegt er jetzt von mir zu Weihnachten, so wie ich von ihm diesen Hollister Hoodie zu Weihnachten bekomme. Also einmal getauscht, den ich unbedingt haben wollte in diesem Senfgelb. Den hat er mir ja auch gekauft.
Er war ein bisschen günstiger, aber ist ja egal. Hat er mir auch gekauft, weil ich den so schön fand. Und ich habe jetzt gesagt, wenn er die jetzt nicht mitgenommen hätte, hätte ich die bestellt oder nachgekauft nächste Woche. Weil ich habe halt einfach gemerkt, der hat ihm richtig, richtig, richtig gut gefallen. Und wir haben dann auch bei C&A und bei Real mal andere Westen angezogen, die natürlich günstiger waren. Es war ein Unterschied vom Sitz. Also man hat es schon gesehen. Und da er da wirklich meistens nur ein oder zwei von kauft und dann auch die wirklich trägt, habe ich gesagt, komm, nimm sie mit. Ja. Das war also das Ding mit dem, wir geben kein Geld aus, die 169 Euro bei Anson's. Ja. Plus für 2,90 Euro einen Minz-Orange-Traum-Smoothie für mich. Ja, so viel dazu. Ja, das war's. Mehr haben wir nicht gekauft und jetzt möchte er noch ein bisschen Papierkram machen und ich glaube, ich gehe baden und entspanne mal die Muskeln, weil mir tut der Popo weh. Darfst du gar nicht erzählen. Ja. So. Und der Rest des Tages wird ruhig verbracht. Das ist nämlich jetzt auch schon 17 Uhr. Aber entgegen zu sonst haben wir heute keine Hausarbeit mehr zu machen. Ich habe ja heute Morgen alles weggebügelt, geputzt ist auch schon. Wir können jetzt einfach den Samstag ausklingen lassen und das werden wir auch, aber ich denke zu Hause. So, ich darf mir jetzt aus meinem riesen Vorrat an Duschsachen was Neues raussuchen. Wundert euch nicht, warum das so krass viel ist. Ich hätte davon viel, viel mehr verbraucht diesen Sommer, aber ich konnte das meiste nicht riechen und musste deswegen auf so normale, natürliche Düfte wie Nivea oder diese Palmolive Naturals zurückgreifen. Aber natürlich muss das jetzt mal ein bisschen aufgebraucht werden. Deswegen überlege ich, was ich mir jetzt Schönes nehme. Ich hätte ja Lust auf das Nivea, aber das ist Winterwonne. Gehört eigentlich in den Winter. Was habe ich denn hier noch? Die Pflegedusche, Seidenmus, Vanilla Caramel. Eine Limited Edition. Das klingt nicht schlecht. Was haben wir da noch? Duschpeeling Sommerliebe mit Melone. Auch eine Limited Edition. Ich glaube, ich nehme das. Das ist doch etwas, noch etwas herbstlicher. Dann warte ich noch ein bisschen. Und fürs Bad mache ich jetzt von Isana das Cremeölbad leer, Almond Dream, pflegendes Mandelöl. Das finde ich nicht schlecht, es schäumt schön, macht die Haut schön weich, schön schaumig, aber es hat nicht so einen starken Eigengeruch, wie ich finde. Deswegen mache ich da meist noch einen anderen Badezusatz mit rein. Also so einen schönen sanften Duft hat es schon. Ich finde, dazu passt sehr gut von Kneipp. Alles wird gut mit Vanille, Macadamia und Honigextrakt. Ja, das mache ich mir jetzt auch noch rein. Das riecht richtig gut gerade. Sehr, sehr kräftig. Total anders als erwartet. Das riecht irgendwie wie so eine richtig würzige Zucker-Zimt-Crepe-Mischung. Aber richtig stark. Erinnert mich an irgendeinen ganz speziellen Duft. Ich komme jetzt nur nicht drauf an, welchen. Nicht schlecht. Mag ich. Gefällt mir. Ich glaube, das gefällt mir richtig gut. Und wieder was fürs Aufgebraucht. So, ein bisschen Beauty darf es heute auch sein. Und zwar nehme ich dieses Gesichtspeeling von Elizabeth Grand. Das Diamond Hydrating Face Peel. Das ist ein sehr sanftes Peeling. Das mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag ja die groben Peelings lieber, aber fürs Gesicht finde ich es wirklich sehr, sehr angenehm. So. Ja, ein Modelbild ist es jetzt leider nicht geworden. Ihr kennt ja bestimmt diese Bilder von Instagram, wo die Ränder perfekt sind und die Leute mit Masken noch aussehen wie Models. Ja, sorry, ich habe mich jetzt beeilt. Und da geht's gleich rein. Wellness. So, und passend zu Wellness gibt es jetzt noch eine schöne Duftkerze und zwar von Yankee Candle Oceanside. Ein richtig schöner Wohlfühl-Kuschel-Badeduft, wie ich finde. Ja, und jetzt werde ich mich mal in die Badewanne legen und ein bisschen entspannen. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Abend und ich melde mich. Ciao!